Einen schönen guten Abend. Zweites Jazzit-Magazin. Wir haben vor mehreren Monaten unser erstes Jazzit-Magazin gehabt mit Robert Kainer und Klaus Kircher. Jazz-Größen, könnte man sagen, aus der regionalen Szene. Und heute haben wir schon ein bisschen gescherzt. Das letzte Mal ist gesagt worden, na, drei Silberrücken auf einem Fleck. Die Anna hat heute gefragt, wo sind denn Silberrücken? Das sind die, die ein bisschen grau sind. Ja, drei Herren, die da sitzen, das letzte Mal. Was uns natürlich auch bewogen hat, jetzt die junge Szene auch dazu zu bringen. Ja. Ich möchte bei diesem zweiten Jazzit-Magazin jetzt ganz herzlich die Anna Buchecker begrüßen. Guten Abend. Und den Paul Widauer. Ich werde es gleich ein bisschen näher vorstellen, beziehungsweise ihr werdet uns auch ein bisschen was erzählen. Ich setze das heute einfach mal so, dieses zweite Jazzit-Magazin, unter das Motto So what? Miles Davis? Na und? Vielleicht lassen wir das C-Wort heute auch wieder ein bisschen weg, so wie bei unserem ersten Jazzit-Magazin. Natürlich gibt es da viel zu sagen, aber vielleicht, dass das nicht im Fokus einfach steht des heutigen Abends. Ja, es geht uns bei diesem Jazzit-Magazin darum, so Musiker wie euch ein bisschen näher kennenzulernen. Weil was wir hier im Jazzit immer wieder mitbekommen, sind natürlich die Musiker auf der Bühne und ihre Musik, aber auch ein bisschen so von den Personen was mitzubekommen. Und ihr beide seid natürlich ganz was Besonderes für das Jazzit. Ja? Also der Paul hat mir heute wieder mitgeteilt, ja, seit seinem 14. Lebensjahr ist er hier im Jazzit bei Sessions vertreten, ja, als wirklicher Youngster. Mittlerweile studiert er an der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Und bei der Anna, die ja, seit ihrer Kindheit unwahrscheinlich zielstrebig, ambitioniert, einfach musiziert, dich dürfen wir heute natürlich noch einmal besonders begrüßen, beziehungsweise besonders gratulieren dürfen wir da natürlich auch. Ja. Starmania 2021. Yeah. Danke. Und ihr werdet uns dann eh noch ein bisschen ein Programm spielen. Ja? Also anders als das letzte Programm, das ein bisschen mehr in den improvisierten Jazz gegangen ist. Wir werden uns überraschen lassen, was heute kommt. Und da möchte ich auch noch erwähnen, nicht? Also Paul, du, der sehr viel bei den Sessions schon agiert hat, in unterschiedlichen Bands, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Und du, Anna, du, die jetzt auch eine tragende Säule ist bei All About the Jazz, also auch für uns ganz stolzes Projekt da im Jazzit, dieses Musikvermittlungsprojekt, was jetzt möglich war, nach langer Zeit, wirklich langer Zeit, und ich habe wahnsinnig viel geprobt mit einer Regisseurin dieses Mal auch, dieses Musikvermittlungsprozess kürzlich, ich glaube, es war der 4. Juni, wieder endlich vor 2x50 Schülern der Oberstufe einfach live hier präsentieren zu können. Und da bist du eine wesentliche Säule. Und gleichzeitig habe ich auch gehört, nicht, ihr beide seid sehr verbunden durch die First Line Band. Ja? Der Franz Trattner, der die da so reingebracht hat, du, der du gespielt hast. Und jetzt möchte ich euch einfach fragen, Anna. Was die so beschäftigt im Moment. Also danke nochmal fürs Kommen. Danke, dass ich da sein darf. Genau, ich bin die Anna Buchecker. Und die Salzburger Musikszene hat mich natürlich sehr geprägt. Unter anderem eben der Robert Kainer und der Franz Trattner und die Salzburger Silberrücken, wie du sie nennst. Das war was mich wirklich geprägt hat die letzten Jahre und was mich also ein bisschen in die Jazzmusik eintauchen lassen hat. Und das war sehr schön und die Zeit möchte ich nicht missen und ich habe sehr viel gelernt. Der Franz Trattner war da einer, das war mein Studium Trattner quasi. Das hat mir viel mehr gebracht als irgendein Jazzstudium in Wien. Ich habe so viel Praxis wie selten jemand erleben dürfen und das war eine große Lehre für mich. Der würde da so einen Spruch im Mund legen oder wie du dazu stehst, den wir oben bei uns hängen haben, den ich selber gern zitiere. Die Jazzclubs sind die Hochschulen des Jazz. Würdest du das unterstreichen? Ja schon. Ja. Man kann
vor allem da, das Jazzset natürlich, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit vielen Jazzclubs, aber das Jazzset natürlich kenne ich sehr gut. Und da waren die Dienstags-Sessions immer eine super Zeit zum Zusammenkommen und eine super Zeit, um sich selber ein bisschen auszuprobieren. Und da hat man auch unter anderem da auf dem roten Teppich im Jazzset ein bisschen musizieren dürfen. Und hat auch kurz Bier trinken dürfen ab und zu. Und das war mit 16 natürlich eine super coole Erfahrung. In so einem Jazzclub abzuhängen, war es natürlich, und ein Bier zu trinken, ist natürlich super. Na, und du bist damals in Salzburg ins Gymnasium gegangen und warst auch während deiner Schulzeit schon sehr, sehr aktiv in unterschiedlichen Formationen. Was hast du damals so gemacht in der Zeit noch? Ich meine, du bist jetzt 22, das ist gar nicht so lange her. Der Schulzeit, der Oberstufe quasi. Da hinten sitzen ein paar Schulkolleginnen von mir. Ah, schön. Ich habe mit 16 angefangen. Da ich habe circa jedes Wochenende ein paar Mal gespielt, eben im Franz Tratten und der First Line Band. Da haben wir ein paar Freundschaften darunter gelitten und das war eine relativ aufwendige Zeit und eine Zeit, die sehr viel abverlangt hat von mir. Und die Schuhe ist da manchmal ein bisschen zu kurz gekommen. Ich bin auch ab und zu eingeschlafen, aber ich hoffe, meine Lehrer und Lehrerinnen nehmen es mir nicht übel. Ich habe trotzdem alles irgendwie gemeistert und geschafft. Und ja, dann habe ich noch... Also die volle Aufmerksamkeit ist damals schon sehr stark in die Musik gegangen einfach. Ja, genau. Also ich habe mit meiner Schwester begonnen zu musizieren. Ja. Also meine Schwester war da so meine erste Initiatorin, die mich dazu gebracht hat mit der Volksmusik. Mhm. Und ich war eine sehr strenge Lehrerin und die hat mir das beigebracht. Meine Eltern sind leider nicht so musikalisch und sind da auch nicht so gefördert worden. Und ich glaube, deshalb ist es ihnen auch so am Herzen gelegen, dass sie mich fördern. Mhm. Und da bin ich natürlich sehr dankbar. Und meine Eltern unterstützen mich ja nach wie vor finanziell. Das ist was man unbedingt erwähnen sollte, weil es nicht selbstverständlich ist. Ja, ja. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja, ja, und du studierst. Im wievielten Semester bist du jetzt? Jetzt bin ich in, was bin ich denn? Also, mein drittes Jahr ist es. Mein drittes Jahr ist es, also sechstes Semester. Okay, Instrumental- und Gesangspädagogik, so hast du das genau. Ja. Ja. Ja, kann man sich wenig darunter vorstellen, gell? Aber es klingt super, es klingt nach was. Was verbindet die mit Paul? Die Musik vor allem einmal. Ja. Den Paul habe ich eben auch durch den Franz kennengelernt. Wow, er ist nicht einmal da und ist so präsent, unglaublich. Wir haben uns auch in der First Line kennengelernt und haben dann echt eine Freundschaft aufgebaut und wir haben dann echt ganz, ganz, ganz lang viel Zeit miteinander verbracht und viel Musik gemeinsam gemacht. Auf jeden Fall. Da habe ich auch einmal mitspielen dürfen im Funk Express. Das war auch im Jazzit. Ich habe eh nur im Jazzit gespielt, schaut's aus. Und wahrscheinlich auch das, dass wir so jung angefangen haben mit der Musik, das verbindet uns auch. Ja. Dann ganz besonders eigentlich, weil man halt so groß wird, irgendwie man wächst zusammen. Ja. Wenn man sich später kennenlernt, ist es natürlich immer ein bisschen was anderes, weil man halt schon wer ist, aber so wird man zusammen quasi, baut man halt das auf, was man halt irgendwie, wie man sich kennengelernt hat und so schaut man, dass man irgendwie zusammen einen Weg geht oder halt zusammen größer wird oder sich halt durch einen anderen irgendwie inspirieren lässt. Also das ist irgendwie und ganz wichtig, wenn man dieselben Werte hat und wenn man irgendwie dasselbe moralische Vorstellen hat, dann funktioniert es, weil wenn man irgendwie ganz anders denkt, dann wird man nie gut zusammenspielen. Ja. Aber wir haben immer gut zusammengespielt, weil wir irgendwie so dieselben Grundeinstellungen haben, glaube ich. Und wenn man die Gaudi sieht dahinter. Ja. Also da steht insofern ist es eben schön, nicht? Und das, wir haben auch lange überlegt, so, wer würde jetzt als unsere nächsten Gäste passen und so haben wir eben auch gehört, dass es da eine besondere Verbindung einfach gibt und da so eine lange Verbindung. Du bist auch schon so lang im Jazzit. Ja? Also wir sind oft, sagen wir ja, sehr stolz, das Jazzit ist schon eine Plattform und ist eine Plattform auch für mittlerweile internationale Musiker einfach gewesen, weil man sich gut ausprobieren kann. Mhm. Du hast das in besonderem Maß genossen, du bist bei Mesh Bees dabei, du hast Press Bros so als aktuelles Projekt. Erzähl du ein bisschen, was du gerade so machst, neben deinem Studium, nämlich Saxophon auf der Universität in Wien. Genau, ja. Also zuerst muss man sagen, im Jazzit ist das alles irgendwie sehr leicht gegangen, das Großwerden und Leute kennenlernen. Das haben wir natürlich auch an Andi Neumann zu verdanken, weil der uns da etliche Gigs verschafft hat. Mit Mesh Peace hat uns das alles so super ermöglicht. Das war wirklich sehr cool und an dieser Stelle danke an Andi Neumann natürlich, der heute leider nicht bei uns sein kann. Er ist am Weg in den Süden. Genau. Und frech! Aber ja. Und wir sitzen da im Jazz. Und ihr sitzt da bei uns.
Aber genau. Er hat es verdient, er hat so eine. Das auf jeden Fall. Ja, ja. Also er hat so viel Zeit ermöglicht, dass wir da groß werden können und miteinander musizieren und Leute kennenlernen. Aber wie du sagst, international, wir haben in der Mashed Peace Band haben wir natürlich auch verschiedene Nationalitäten vertreten, mit dem Matthias Le Boucher, der auch in der Jazzit eine Größe da erinnern ist, der immer da ist. Und ja, einfach so mit der älteren Musikern einfach zusammen spielen kann und sehr viel lernen kann. Ja. Und ja, also ich bin seit, eben, wie Sie gesagt haben, 14 da und auch in andere Clubs ein bisschen unterwegs, was es jetzt so in Salzburg gibt. Aber genau, also Großprojekt war bis jetzt von mir das Mashed Peas, wo der Maxi Real, der uns nachher noch begleiten wird beim Spielen, da ein großer Teil von der ganzen Band ist. Und ja, also mittlerweile, ich studiere in Wien und bin jetzt gerade auch sehr viel neben dem Studium tätig mit Produktionen, mit neuen Projekten, mit neuen Kompositionen. Und da schauen wir einfach, dass wir vielleicht jetzt, also in den leisen Vorbereitungen sind wir da von einem neuen Mashed Peace Album und mit einem anderen Künstler noch, mit dem Janni, da sind wir auch noch gerade dabei, eine EP zu basteln. Ja, man tut irgendwie sein Bestes so, auch in dieser schweren Zeit jetzt gerade. Das ist natürlich nicht so einfach, dass man mit einer neunköpfigen Band zusammenkommt. Und ja, also das war eine intensive Zeit, oder ist es noch immer, wird jetzt wieder intensiver. Ja, also ich freue mich auf alles, was kommt und genau. Ich war auf jeden Fall, also mein Leben von 14 bis 20 hat sich, glaube ich, da abgespielt im Jazzit. Ja. Ich war wirklich jeden Dienstag da irgendwie da, wenn es nicht das Spielen war, dann war es das Treffen und Gaudi haben mit anderen Leuten oder Leuten zuzuhören. Ja. Ich meine, das Jazzit ist ja Salzburg ist nicht so groß, aber im Jazzit sind doch einfach, kommen Bands her, das sind Weltgrößen, ja, wie die man da schon erinnern hören dürfen hat, wie den Pat Metheny, der mit dem Andy sehr verbunden ist und einfach Leuten, wo man nach oben blickt und die eigentlich nur so von Amerika kennt. Und die sind einfach alle da, waren im Jazzit zu Gast. Und das ehrt dann schon ein bisschen, dass man dann in demselben Raum auch spielen kann wie die ganzen wirklich Weltgrößen, die wirklich was zum Sagen haben. Ich meine, wir kleinen Hanseln, da haben wir nicht so viel zum Sagen, wenn man es auf die ganze Welt sieht. aber man gibt sein Bestes, um vielleicht auch irgendwann den Status zu erreichen, dass man sagt, man hat irgendwas geschaffen. Ja. Ich meine, es heißt ja Jazzit Musikclub. Ja, genau. Und ihr werdet uns heute ein Programm präsentieren, wo man, also ohne da irgendwie vorwegzugreifen, Jazz oder nicht Jazz, ja. Wir möchten uns ja da schon öffnen natürlich als Musikclub. Ja. Also wir haben den Anspruch, natürlich anspruchsvollen Jazz da einfach zu präsentieren, aber gleichzeitig eben auch eine Möglichkeit, jungen Musikern einfach zu geben. Und da würde mich von eurer Seite her interessieren. Ja. Also ich meine, ihr seid die Next Generation, könnte man fast schon sagen. Ja. Was ist auch auf das Jazzit bezogen oder auf Salzburg bezogen, was sind für euch gute Bedingungen? Für die Szene, die euch umgibt, an junge Musiker. Also, ich würde jetzt sagen, weil das heißt ja nicht, weiß man auch nicht, wie tust du weiter, wo geht es bei euch irgendwie hin, wird das der Jazz sein, wird das andere Richtungen sein, aber was kann da so ein Musikclub wie das Jazzit bieten, an eine junge Szene? Das du hast es eh gesagt, Offenheit ist es, glaube ich, vor allem. Und dass man nicht mehr differenziert zwischen den Silberrücken und zwischen der neuen Generation. Weil in der Musik kann man nicht differenzieren. Da spielt man entweder gut oder man spielt halt scheiße. Mhm. Ja. So ist und es. Im besten Fall spielt man gut, weil man sich gut versteht. Ja. Ja. Und Offenheit, ja. Offenheit heißt unterschiedliche Musikstile, unterschiedliche offen Richtungen. Offen für Neues. Offen also, für Neues. Ich finde es gerade in so einem Jazzclub, der schon so lange besteht, finde ich es oft schwer, dass man da wirklich auch das zulässt, was die neue Musik bietet, weil man hat ja Künstler, das mittlerweile gibt so viele gute Leute und einfach so viele Worts, dass die einfach von 0 auf 100 auf einmal da sind. Ja. Das man vorher gar nicht so mitkriegt. Da gibt es Sänger wie die Billie Eilish oder andere Künstler, die einfach von 0 auf 100 da sind und ganz was Eigenes machen, ganz was anders machen, was die letzten 20 Jahre lang gespielt wird. Ja. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man, wenn es so ein Format gibt wie das Jazzit als Musikclub, ja, dann finde ich das eh super, dass man das macht, einfach, dass man schaut, dass man vielleicht das Neue mit integriert oder vielleicht sogar das Alte mit dem Neuen verbindet. Ja, ja. Und dass man da einfach
den Zugang für Leute erleichtert, die jetzt vielleicht ins Jazz kommen und vielleicht nicht straight ahead Jazz spielen, sondern einfach auch zur Session kommen können. So. Und dass man nicht, dass man dann zur Session kommt und sagt, hey, ich habe da einen super Song von der Billie Eilish oder so, ich würde ihn spielen, dann ist es ja in gewisser Weise, das ist ja alles Jazz, das kommt ja alles aus dem Jazz. Ja. Und dass man so einfach das ermöglicht, dass man das Neue einfach so weit bringt, dass es auch in so einer Location einfach Platz hat. Das ist so die Location, und da würde mich noch interessieren, so euer Anspruch an euer Musikproduktion. Ja? Du hast selber gesagt, früher so treffend, so eine gute Musik zu machen. Trifft es das schon? Du sagst so, mein Anspruch an mein Musikschaffen als Künstlerin und du, Paul, als Künstler, was ist da mein Anspruch im Moment? Nein, mein Anspruch ist auch, was zu vermitteln. Also ich habe das extrem, ich weiß nicht, wieso ich das habe, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas verbessern und irgendwas verändern. Und das versuche ich auch in meiner Musik zu machen. Und das ist manchmal echt, das ist so ein Moralapostel-Denken, das ich habe. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es auch völlig bescheuert, weil was will ich denn verändern? Aber ich habe das Gefühl, aber ich möchte Teil davon sein. Veränderung heißt Verbesserung für dich. Ja, ja. Veränderung im besten Sinne zu was Besserem. Ja. Und das will ich mit meiner Musik eigentlich also bezwecken. Ja. Wenn du sagst Moralapostelin, wem gegenüber missionierst du in der Richtung? Dem oder die mir zuhört. Ja, okay. Und das machen hoffentlich ein paar, weil sonst wäre es blöd. Wobei, das muss ich dir sagen. Wobei ich sagen muss, so, das empfinde ich bei dir nicht so, weil ich habe da sehr genau zugehört jetzt an, natürlich bei Star Media und vielleicht nicht umsonst dieser Song damals Ease, Leichtigkeit. Also ich erlebe eine unwahrscheinliche Leichtigkeit. Also du irgendwie sagst fast was anderes, als wie ich das erlebe als Zuhörer von dir. Ja, aber klar, der Schein eigene trüget. Innere Ansprüche. Aber das kommt doch auch davon, dass du einfach so viel Praxis hast und einfach das alles so leicht umkommt. Ja, das mag sein. Du, deine Ansprüche, Paul? Also ich habe sehr große Ansprüche auf das, was bei der Musik herauskommt oder wer der zuhört. Also man, gute Musik und nicht gute Musik ist sehr schwer zu differenzieren, weil für wen, wenn es gibt Leute, die gute Musik empfinden, wo ich sage, boah, das ist hart für mich irgendwie, das anzuhören oder so. Aber und dann sagen wieder, wenn ich sage, das ist gut, dann gibt es Leute, die sagen, die mögen das gar nicht. Aber da reden wir ja auch davon, dass was gut gespielt ist, aber mir vom Stil nicht gefällt. Also da gibt es einfach so viele verschiedene Art und Weisen, wie man das sehen kann, gute Musik. Aber das ist deine subjektive Meinung. Total, ja. Aber ich finde einfach, dass man gute Musik spielen kann, gehört auch natürlich, sind Skills, sind einfach. Ist ein musikalisches Verständnis, ist Übungen, die man macht und dass man sowas spielen kann. Das ist genau wie beim Sportler, der sagt, der ist gut, weil er sein Leben lang trainiert hat. Ja. Und da kann man auch sagen, hey, du rennst eine super Zeit auf 5 Kilometer, aber trainierst nie, aber für die ist es super. Ja. Und ist aber halt für einen anderen nicht. Also es ist immer einfach Einstellungssache. Ich meine, wenn man sagt, ich will eine gute Session heute im Jazz spielen, dann habe ich andere Ansprüche, wie wer andere sagt, ich spiele eine Session, weil dann sage ich, hey, der eine sieht es als Session, der eine sieht es als Konzert, ich bereite mich sehr gut darauf vor, auf eine Session oder nicht. Mhm. Das sind dann auch wieder Sachen, die man einfach anders sehen kann. Also das ist eigentlich ganz subjektiv. Ich würde mir an der Stelle, fällt mir gerade so spontan ein, irgendwie gern, so, wenn es das gäbe, so ein Versprechen von euch abholen oder so ein Vorversprechen oder so. Ein Versprechen? Nein, Versprechen tue ich nichts. Oder wie? Ich habe eh gewusst, das wird sicher die Reaktion sein. Nein, das war jetzt gerade so ein Impuls, wo ich mir denke, so, das war total spannend, euch in 10 Jahren wieder einmal da zu sehen. Also vielleicht verankert sich das bei euch. Und wer weiß, wo ihr steht in 10 Jahren. In 10 Jahren kehrt uns das Jazz. Was soll das jetzt? Du bist geschäftsführer, ich bin Obmann. Da bin ich eh schon weg. Da ticken die Uhren ganz anders. Genau, aber das aufzugreifen, würde ich sagen, weiß nicht. Man verspricht sich, glaube ich, selber sehr viel. Oder schaut, wo man ist. Und ich glaube, das beste Versprechen, das man machen kann, ist, man ohne jetzt ein Zeitdenken zu haben, dass man einfach sagt, man verspricht sich das, was man sich denkt und schaut, dass man mit seiner Musik, wie die anderen vorher gesagt hat, einfach was bewirken kann. Einfach, dass man was verändern kann und irgendwann in dem Stadium ist, wo man sagt, eben wie Pat Metheny und die ganzen Großen, die da erinnert waren, einfach sagt, hey,
ich würde es schaffen, dass so viel Leute, das Jazz jetzt so voll ist, dass man einfach sagt, jetzt nicht auf das Jazz, sondern generell, dass einfach das Publikum, wo man eingeladen wird zum Spielen oder wo man spielt, einfach eine gewisse Begeisterung für einen aufbringt und einfach ja Leute damit mit seinem Spielen begeistert und mit der Musik begeistert. Dass einfach eine Resonanz da ist oder diese Vermittlung und das Rüberbringen einfach. Ja. Sollen wir was spielen, oder was? Ja, gespült's ein wenig. Wir haben unseren Barkeeper noch gar nicht gefragt. Er könnte ja zumindest schon was vorbereiten, jetzt ein so ein Seidl für den Auftritt oder nach dem Auftritt. Bitte, Dani. Ja, sehr gern auch ein Seidl. Daniel soll man eigentlich in der ganzen Szene auch nicht vergessen, weil der Daniel hat uns so viele schöne Abende beschert, die unvergesslich sind, glaube ich. Und der ist ein Urgestein da in dem Haus, das kann man schon mal sagen. Also das ist auf jeden Fall ein Teil meiner Freude. Die Anna hat gleich ganz spezielle Erinnerungen. Natürlich. Also eben wie man sieht, ich habe ein bisschen Zeit verbracht und das. Ich möchte mich jetzt einmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, ebenfalls. Ich darf euch die Getränke servieren. Ja. Und darf euch bitten, Anna, du startest mit einem Song. Ja. Es kommt dann noch der Max Real dazu. Der Max Real von Mastermind, kennt man fast sagen, hast du heute einmal gesagt. Definitiv. Von Mashed Peas. Üblicherweise an der Trompete, ja, Trumpets. Heute Moog Synthesizer, danke. Keys, Sounds und so weiter. Alles. Er wird euch einfach begleiten. Also Max, jetzt auch schon ein herzliches Willkommen. Er wird dann gleich erscheinen und der erste Song von der Anna. Noch einmal herzlichen Dank für euer Dankeschön. Kommen. Und soll ich dir ein Bier servieren? Nimmst du das gleich mit? Ich nehme jetzt einen Schluck und dann... Okay, Lustele. Trummer ist gut. Dann spürt es gleich viel besser. Ja. Ja, mein Song ist, den kennt man oder man kennt ihn halt auch nicht. Aber ich habe ihn auf alle Fälle released. Vielleicht hört es mal rein. Amen.
Der nächste Song ist aus dem Jahr 2020, wenn das stimmt. Mark Ronson, und vorher haben wir kurz darüber geredet, Mark Ronson ist ein großes Vorbild von Maxi, oder? Ja, ja. Und genau, Fit Jepper, und der Song heißt Don't You Leave Me Lonely Tonight. On your heart, 'cause I've been wandering around in your dark. I've got way too many questions, always learning lessons, loving too hard. Give me just a second to breathe, 'cause you've been turning all the tables on me. Whenever you would get up on your feelings, I would always listen. Now you turn around and leave. If we fall apart, let's do it in the dark. Hit me in the heart this time.
kein kurzer Test für mein, wie ich das nochmal kurz ausprobieren. Ta. Oh, jetzt ist. Ach. Meine Technik, das ist ein Wahnsinn. Geht das Kastel an? Ja, nein, ich glaube, ich hab was umgestellt. Ich hab was umgestellt. Aber geht der Vocoder? Achso, nein, der Vocoder, der geht. Ja, der geht schon. Das okay. Geht, das geht. Losing all my cool.
spiele jetzt noch eins. Jo. Okay, das ist wieder was Eigenes von mir. Das habe ich noch nicht released. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals releasen werde. Aber es passt irgendwie gut zu meiner Situation, in der ich gerade bin, nach den 2 Monaten, die ich da gerade durchgestanden habe. Der Song heißt Kein Ausgang und für mich gibt es gerade extrem viele Eingänge, aber ich weiß auch nicht genau, welchen ich nehmen sollte. Und irgendwie führt es das dazu, dass es wieder keinen Eingang gibt und dass es irgendwie auch keinen Ausgang gibt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, ob Sie das versteht. Ich verstehe es selber auch nicht. Soll ich gehen, ich bleib stehen. Über mir dunkler Himmel, Rauch in der Luft und schwarzer Duft. Und ich weiß nicht, Zweifel und neue Fragen, so weit entfernt von allem Sein. Und jedes Wort ist ernst, egal wie klein. Und ich weiß nicht, wohin. Endlose Suche nach irgendeinem Sinn. Ja, das schlechtes, wirft ein schlechtes Licht auf die Musiker. Ja, vielen Dank euch beiden und
natürlich auch einen herzlichen Dank. Der Max ist schon im Hintergrund, aber ein herzliches Dank an den Max Rehrl, der euch da begleitet hat. Das war jetzt doch sehr, sehr berührend. Ja, also so diese Strahlen einerseits und andererseits, so wie du das geschildert hast, Eingang, Ausgang, wer Eingang wäre bei diesen vielen Möglichkeiten zu wählen. Ja, nein, weil mich bringt es wieder auf das, ich stelle meinen Gästen gern so in kurze Vorgespräche die Frage, welche Frage sollte ich denn nicht stellen? Ja, und ich verstehe jetzt, an, wie du heute gesagt hast, so dieses, wie geht's denn weiter? Das wäre so eine Frage, ja, weil das eben offen ist. Ja. Aber ich möchte dir, Anna, da wirklich jetzt an, also alles Gute wünschen. Und ich glaube, das werden nicht nur in dem Raum, sondern in einem großen Kreis viele sein, die dir da an Stimming ein- und auch auskommen, einfach auch wünschen. Was steht trotzdem an, so, also du studierst, du bist sehr, ja, sehr beschäftigt mit dem. Mehr oder weniger, ja. Momentan habe ich nicht so viel geschafft natürlich, weil ich da ein bisschen aufgehalten worden bin, ja, durch eine Show. Und, eine Show? Durch so eine Show. Und jetzt, glaube ich, muss ich ein extra Ründchen dran, aber das passt auch. Ich werde jetzt irgendwie, ich möchte ein bisschen eigene Musik machen und da bin ich jetzt gerade drauf und dran. Und ich werde jetzt ein paar, also ich habe schon einen Song released, Ease eben. Ja. Und da kommt was Neues. Ja, aber heute ist ja schon wieder vorbei, wenn das Video die Menschen sehen. Ja. Und es kommt ein neuer Song, der heißt, das ist jede Menge Girl Power und hast Woman. Mhm. Kannst du doch abschließend was sagen zu deinem Beweggrund, Annas Label zu gründen? Mein Beweggrund, Annas Label zu gründen, das ist nicht so spannend. Ich bin mein eigenes Management jetzt und mein eigenes Label quasi. Und dadurch, dass ich jetzt so einen Distributor verwendet habe, den irgendwie so, den man halt so verwendet, wenn man irgendwie ein kleiner Musiker oder eine kleine Musikerin ist, habe ich ein Label angeben müssen und habe mich jetzt für ein anderes Label entschieden. Also, ganz was Schlichtes. Ganz was Schlichtes. Aber hey, ja, ich habe noch Platz in meinem Label. Aber es klingt gut. Ich kann keinen vermarkten, aber ich habe Platz. Paul, du bist aktuell eher mit Brass Bros. Nein, also Brass Bros ist schon das alte Ding. Ah, also Brass Bros, das war das so... das neue Ding? Das ist auf alle Fälle das neue Bier. Genau, das ist das neue Bier. Aber dann das neue Ding ist, ich arbeite gerade, also deswegen haben wir Max geholt, weil ich gerade mit Max sehr viel im Studio arbeite. Es macht wirklich sehr viel Spaß, weil wir gerade ein neues Projekt haben mit einem Freund von uns, der schreibt Songs und der Max produziert die quasi. Ja. Und eigentlich so, also ich verbringe einfach gerade sehr viel Zeit im Studio, weil es gerade sehr Spaß macht, neue Sachen zu entdecken oder neue Sachen zu schreiben oder zu produzieren. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir gerade so den insgeheimen Start irgendwie von einem neuen Album gerade mit Mesh Peace gehabt, dass wir die neuen Kompositionen sind fertig und da das wird jetzt über den Sommer gehen. Und der Max und ich haben noch eine Formation, wo wir jetzt gerade ein super Video gemacht haben und da haben wir den Hubert von Gösern Preis gewonnen mit Chefrier. Das ist nur eine Formation, also ich spiele eigentlich in jeder Formation mit Max, fällt mir gerade auf. Ja. Aber mit deinem Bruder auch noch. Mit meinem Bruder auch, genau. Sehr aktiv. Genau, und der ist bei Chefrier auch dabei, bei der neuen Besetzung, mit einem Flötisten und drei Synthesizer und Schlagzeug eben. Und da sind wir jetzt gerade auch am Aufnehmen und neue Stücke schreiben. Und, also man hat immer was zum Tor. Da werden wir euch wahrscheinlich einen Jessit begrüßen können. Auf jeden Fall irgendwann wieder, ja. Ja, super. Ich hoffe es bald, aber ja. Ich möchte mich jetzt bei euch schon ganz herzlich bedanken. Einerseits, dass ihr was vorbereitet habt, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch bereit erklärt habt, für dieses Format zur Verfügung zu stehen. Und möchte euch wirklich alles Gute für die Zukunft wünschen, möchte jetzt an der Stelle, auch noch in eurer Gegenwart, nur noch ein paar Veranstaltungstipps fürs Jessit machen. Wir haben nach wie vor jeden Dienstag Jam-Sessions, inklusive den gesamten Juli hindurch. Am 7.6. dürfen wir sehr, ich sage einmal, schräges Trio aus Deutschland und Griechenland, Autochrom, empfehlen. James Blood Alma, eine Legende. Das ist er schon mittlerweile 85 oder geht er schon Richtung 90, glaube ich. Ein Soloprogramm am 25. Juni.
Dann Mario Roms Interzone, ja, ein super österreichisches Trio, war schon öfter bei uns natürlich auch zu Gast. Und dann gibt es eben im Juli noch weiterhin jeden Dienstag die Sessions. Im August werden wir auch wieder ein bisschen zumachen. Aber wir starten dann im September wieder mit dem dritten Jazzhead-Magazin. Und da starten wir auch wieder mit dem Musiksalon, der immer am Sonntagnachmittag stattfindet. Und da wird uns der Jean-Louis Martinier die Ehre geben. Ein ganz ein toller französischer Musiker. Ich bedanke mich noch ganz herzlich bei unseren Zusehern, bedanke mich beim Team von FS1 und bedanke mich auch ganz herzlich bei dem Publikum hinter mir. Und es ist wunderbar, endlich wieder hier Leute im Jazzit zu spüren und zu sehen. Genau. Alles Gute. Und wir bedanken uns einmal kurz noch im Namen von Anna und mir, glaube ich, für den Andreas und für die Einladung, dass wir das machen dürfen. Es ist für uns eine große Ehre, dass wir da ein bisschen was herzeigen haben dürfen. Nach dem Robert und nach dem Klaus, das war natürlich, also so, das zu präsentieren hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und dem Andi vielen Dank, dem Gunther für den Ton, Dankeschön. Und an ganz FS1, wir freuen uns schon auf das Video und auf die okay. Ausstrahlung. Und danke, dass ihr da alle dabei wart. Dankeschön. Danke. In diesem Sinne, Prost. Danke, Daniel. Okay, zum Wohl.